Hallo ihr Lieben, ich bin Oskar Kraus, ich bin Sänger, Songwriter und Schlagzeuger und im Folgenden zeige ich euch, was ich noch alles kann. Du bist zu fett für diesen Sommer, du bist zu fett für einen schönen Tag am See, du bist zu fett für diesen Sommer. Sowas wie dich, das wollen wir hier nicht sehen. Genau. Das ist echt bitter bei dem Take. Ich fahr irgendwo hin. Das Ziel kenn ich erst, wenn ich angekommen bin. Ich fahr einfach irgendwo hin. Was ich such, weiß ich erst, wenn ich's zufällig find. Ich komm da irgendwie hin. Ich kein Fremder bin. Und wenn es ewig so weitergeht. Ja, also Eishockey-Profi wollte ich eigentlich auch mal werden. Aber das habe ich dann zugunsten einer musikalischen Karriere auf Eis gelegt, sozusagen. Vielleicht war es ein Fehler, wer weiß. Kali! Bleib noch drauf. Geh weiter! Einfach irgendwo hin. Wer ich bin, weiß ich erst, wenn ich mich zufällig find. Ich komm. All diese Leute haben mich früher nicht gestört. Aber manchmal ist es gut, wenn man sich atmen hört. Der nächste Song heißt Koffer vor der Tür und geht einfach darum, dass man aus relativ heiterem Himmel den Laufpass bekommen hat von der Euden und jetzt ziellos durch die Straßen irrt und auch nicht recht weiß, wo man jetzt hin soll und denkt sich, vielleicht hat man noch die Hoffnung, wenn ich heimkomme, kann ich vielleicht noch mal was gerade biegen und dann stehen aber schon die Klamotten irgendwie fein säuberlich gepackt vor der Haustür und vielleicht, wenn man Glück hat, ist noch eine kleine Notiz dabei, auf der dann steht, dass man irgendwie sich bitte nicht mehr über den Weg laufen soll. Darum handelt der nächste Song. Ist mir persönlich natürlich noch nie passiert, aber ich habe davon gehört. Du hast gesagt, ich bleib für immer bei dir. Gestern Wahnsinn, ich glaube, ich habe Gänsehaut bekommen. Ja, du mich auch. Da ist gerade so viel passiert in mir. Ja, ich weiß. Ich glaube, es ist Liebe. Ja. Ist es nicht einfach nur sexuelle Anziehung? Nee, es ist. Ich meine, verwechsel das oft. Wir schalten um. Man kann die zwei Jungs einfach nicht allein lassen. Nee. Ja, ein Teil meines bewegten Arbeitslebens war ein halbes Jahr bei der Müllabfuhr zu arbeiten, im Raum Geretsried-Wolfertshausen, weil damals der Präsident des Eishockey-Vereins, für den ich gespielt habe, TuS Geretsried, war der E-Gartner, dem hat die ganze Müllabfuhr da draußen gehört und da musste einfach jeder mal antreten von den Eishockey-Profis, Profis damals, junger Spieler. Und ich habe das ein halbes Jahr auch durchziehen müssen. Jeden Tag um 3:45 aus dem Bett, um 4:45 ging es los. Und dann 6 Stunden Vollgas und sich meistens noch vom Lastwagenfahrer irgendwie anbrüllen lassen, dass es schneller gehen muss, weil der Mann wollte heim zu Frau und Kind. Top, ich muss weitermachen. Du bist so fett für diesen Sommer. Du bist so fett für einen schönen Tag am See. Du bist so fett. Das war also eine kurze Vorstellung meiner Person. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich auch in Verbindung mit der Musik, die wir gemacht haben. Und würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft öfter sehen würden. Bis dahin verbleibe ich Oskar Kraus und tschüss. Zu fett, fett, einfach zu fett. Yeah.